Okay, wir bleiben, also wir kommen jetzt wieder zum Thema Aktien. Dieses Chart zeigt den Verlauf des globalen Aktienmarktes, nicht nur des amerikanischen Aktienmarktes, des globalen Aktienmarktes in den letzten 123 Jahren, von Anfang 1900 bis Ende 2022. Und die kleinen Boxen entlang der roten Linie, die also die Entwicklung des globalen Aktienmarktes in inflationsbereinigter Form darstellt, diese kleinen Boxen, das sind alles diese Katastrophen, die in diesen 123 Jahren stattgefunden haben. Da ist der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die spanische Grippe übrigens während des Ersten Weltkriegs, die größte Pandemie in den letzten 120 Jahren. Dagegen war Corona also relativ harmlos. Damals sind laut die Zahlen sind da uneindeutig möglicherweise 5% bis zu 5% der Weltbevölkerung an der spanischen Grippe gestorben. Naturkatastrophen, Weltwirtschaftskrisen, Pandemien hatte ich schon erwähnt, Währungszusammenbrüche, all das, also Ukraine-Russland-Krieg, Vietnamkrieg, das sehen wir alles und trotzdem gibt es im Grunde genommen ganz einfach nur drei Haupterkenntnisse aus dieser Grafik abzuleiten. Erste Haupterkenntnis: Die rote Linie verläuft von links unten nach rechts oben. Also steigt an über 123 Jahre. Zweite Beobachtung und Erkenntnis ist: Natürlich ist das kein kontinuierlicher Anstieg, sorry, sondern es gibt immer mal wieder Einbrüche und zum Teil sehr gravierende Einbrüche. Also immer dann, wenn die rote Linie deutlich nach unten geht, gab es einen Crash, einen Aktiencrash. Der schlimmste war eigentlich der Erste Weltkrieg. Ist übrigens nicht die Weltwirtschaftskrise 1929 folgende gewesen, wie in Deutschland immer behauptet wird, sondern der größte Aktienmarktcrash für den globalen Aktienmarkt war der Erste Weltkrieg in Kombination mit der spanischen Grippe und schlechter Geldpolitik durch die Zentralbanken damals. So, und also es geht sozusagen diese rote Linie, die von links nach unten nach rechts oben geht und stark anzieht über 123 Jahre und nie aufhört, ne, das ist auch wichtig. Die bricht aber häufig eben tief nach unten ein. Dritte und letzte Haupterkenntnis: Nach jedem dieser Einbrüche, nach jedem in den letzten 123 Jahren und mehr Evidenz brauchen wir nicht mehr, ging es wieder nach oben. Ging es wieder nach oben. Und typischerweise 2, 3, 4, 5 Jahre nach dem Bottom, nach dem Tiefpunkt, oder auch schneller in vielen Fällen, wurde der vorherige Crash-Höchstpunkt oder das High vor dem Crash wieder erreicht und dann ging es weiter nach oben. So, und wenn ich mir das vergegenwärtige, also das ist sozusagen der ultimative Stresstest für den globalen Aktienmarkt, für ein ETF-Investment, also den globalen Aktienmarkt kann ich heute zu nahezu null Kosten über ein ETF-Investment abdecken. Ich kann in diese Welt AG, deren Entwicklung, deren Kursentwicklung hier dargestellt wird, prima über ETFs investieren. Und das ist für mich also eine faszinierende Erkenntnis. Das gibt einem unheimlich Seelenfrieden, wenn man das mal begriffen hat. Nach einem Crash geht es immer wieder nach oben. Zwei Voraussetzungen: Ich muss breit diversifiziert haben, weltweit breit diversifiziert haben, und ich muss ein disziplinierter Buy-and-Hold-Investor sein. Was das noch heißt, dazu werde ich gleich noch was sagen. Wir bleiben bei Aktien. Was zeichnet die Asset-Klasse? Entschuldigung, jetzt. Ja, genau, hier sollten wir eigentlich sein. Entschuldigung. Was zeichnet die Asset-Klasse Aktien vor allen anderen Asset-Klassen aus? Die Asset-Klasse Aktien ist ausgezeichnet dadurch, dass es einfach die rentabelste Anlageklasse ist von allen. Sie ist rentabler als Immobilien, sie ist statistisch rentabler als Anleihen, Staatsanleihen, egal von welchem Land. Sie ist rentabler als Unternehmensanleihen, die hier jetzt in dieser Tabelle nicht gezeigt werden. Sie ist rentabler natürlich als Bankguthaben, verzinsliche Bankguthaben, rentabler als Edelmetalle, rentabler als Rohstoffe.
Bei Kryptowährungen steht sozusagen das ultimative Urteil noch aus. Die gibt es erst seit 14 Jahren. Deswegen kann man da noch nichts Endgültiges sagen. Aber von allen Mainstream-Anlageklassen sind Aktien ganz klar die rentabelste. Und hier werden die Renditen in den letzten 48 Jahren inflationsbereinigt gezeigt. All das hätte man über Indexfonds und ETFs haben können. Ich betone, das sind inflationsbereinigte Renditen. Renditen sollte man nicht nur in ihrer absoluten Höhe betrachten und sagen, ja, 7%, ja, ich hätte aber gern 20% oder sowas. Klar, kann man so sehen, sondern man sollte sie auch relativ betrachten, relativ zu den Alternativen, ne? Aus dieser Grafik, aus dieser Tabelle kann ich halt erkennen, dass Aktien ja 4-5 Mal so rentabel waren langfristig als Gold. Das ist die Haupterkenntnis, die ich daraus ableiten muss. Und mehr als doppelt so rentabel als Immobilien. Also relativ gesehen ist der Blick wichtig. Und natürlich kommen diese Renditen nicht kostenlos, sondern die kommen mit Risiko. Das ist das sozusagen, Renditen sind das Schmerzensgeld für Risiko. Ne? Diese Renditen kann ich nur haben, wenn ich dieses Schmerzensgeld, diese Schmerzen bereit bin auszuhalten, dieses Schmerzensgeld auch zahle. Hier wird Risiko gezeigt in Form des Maximum Drawdowns. Das ist also der maximale kumulative Verlust, der es zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt in diesen 48 Jahren bei den einzelnen Assetklassen gegeben hat. Jeweils bitte berücksichtigen, dass hier inflationsbereinigte Renditen zugrunde gelegt wurden. Gut, also Aktien, die rentabelste Assetklasse, auch eine risikoreiche Assetklasse. In welcher Weise ist der Aktienmarkt anders als alle anderen Märkte in der Realwirtschaft? Ich glaube, das haben sich auch viele von uns noch nicht so richtig klar gemacht. In welcher Weise ist der Aktienmarkt anders als alle anderen Märkte der Realwirtschaft? Was meine ich mit anderen Märkten der Realwirtschaft? Ich meine zum Beispiel den Kartoffelmarkt, den Gebrauchtwagenmarkt, den Markt für Haarschnitte, den Markt für Flugreisen und auch den Markt für Immobilien, also die Realwirtschaft sozusagen, all das, was man als normaler Mensch außerhalb der Börse kaufen kann oder auch verkaufen kann. Der eBay ist ein riesiger Marktplatz in der Realwirtschaft. Und von all diesen Märkten in der Realwirtschaft unterscheidet sich der Aktienmarkt ganz, ganz fundamental. Und es ist, glaube ich, sehr wertvoll, diesen Unterschied zu kennen und dann etwas sozusagen daraus für sich selber abzuleiten. Und dieser Unterschied ist das Konzept der Informationseffizienz. Viele haben schon den Begriff der Efficient Market Hypothese gehört. Effizienzmarkthypothese auf Deutsch. Informationseffizienz heißt, also ich bevorzuge den Begriff Informationseffizienz. Er ist einfach viel klarer als dieser teilweise auch sehr emotional beladene Begriff Efficient Market Hypothese oder Theorie. Informationseffizienz heißt, dass alle öffentlichen Informationen, die es zu einer bestimmten Aktie gibt, ob die jetzt Tesla heißt oder BASF, dass alle öffentlichen Informationen, also all das, was ich im Internet finden kann, all das, was ich in dem Jahresabschluss, in dem Geschäftsbericht dieser Firma finden kann, all das, was Analysten schon zu dieser Aktie veröffentlicht haben, ob gestern oder vor 2 Jahren, dass all diese Informationen in der Public Domain, die ist jetzt in diesem Moment schon im Aktienkurs dieses Wertpapiers, dieser Aktie drin. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich nur diese öffentlichen Informationen habe und darauf basierend eine Investmententscheidung treffe, also jetzt ist Tesla ein guter Kauf oder weg mit BASF, raus aus dieser Aktie, weil ich das und das gelesen habe, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil diese Informationen, also im positiven oder negativen Sinn, dazu gehören natürlich auch Meinungen. Meinungen ist auch Information, weil die sowieso schon im Aktienkurs drin sind. Ne? Ich müsste also Insider sein, ich müsste etwas wissen, was andere nicht wissen. Das nennt man dann Insider Trading. Ja? Insider Trading ist illegal seit einigen Jahren. In den USA kann man dafür sehr, sehr lange ins Gefängnis gehen. Aber das ist egal. Wir sind alle sowieso keine Insider bei Aktien. Und wenn ich
dieses Konzept der Informationseffizienz akzeptiere. Ich bin jemand, der es akzeptiert, glauben Sie mir, und ich beschäftige mich seit bald 30 Jahren mit diesem Thema. So, und ich würde mal sagen, 98% aller Wirtschaftswissenschaftler tun es auch. Dann gibt es folgende Schlussfolgerung. Das erste ist eigentlich eine Beobachtung, gar keine Schlussfolgerung. Den Markt, den Aktienmarkt, also ein Wertpapierindex, den DAX, wenn ich mich im Bereich nur deutsche Aktien bewege, oder den Weltaktienmarkt, MSCI World, oder den US-Aktienmarkt, S&P 500, den Markt langfristig nach Kosten, Risiko und Steuern systematisch zu schlagen, also nicht nur in einem Jahr zu schlagen, sondern langfristig, dauerhaft, ist bei Aktien sehr, sehr schwer. Die allermeisten schaffen es nicht. Und wenn das so ist und wer das akzeptiert, ne, muss man nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder muss für sich entscheiden, welche Regeln er sich zu eigen machen möchte, welche er befolgen möchte und nicht, welche Erkenntnisse. Aber wer es tut, der müsste eigentlich zu dem Schluss kommen, dass Buy and Hold mit ETFs in einem informationseffizienten Markt eine sehr smarte Investmentalternative ist.